Frohe Weihnachten, Leute, oder vielleicht seht ihr das Video auch erst am 25. Aber dann ist es ja immer noch Weihnachten. Also passt frohe Weihnachten schon. So, ich habe einiges zu Weihnachten bekommen. Das sind jetzt die Geschenke, die ich am 24. bekommen habe. Ich weiß nicht, aber vielleicht bekomme ich in den nächsten Weihnachtstagen noch etwas wegen Familie, Treffen. Aber das, was ich bisher habe, und damit bin ich auf jeden Fall schon mehr als zufrieden. Ein grober Überblick. Und dann gehen wir mal die Sachen einzeln durch. So, ich fange an mit dem, was wir an Modellbahnsachen haben, nämlich das Bachmann-Set Deluxe Thomas and Friends. Nee, Thomas's Christmas Express. Es enthält einen Thomas mit einer knuffigen Weihnachtsmütze und einem Schneepflug. Der. Diese drei exklusiven Waggons. Natürlich wie gewohnt Schienen. So, wie es mit dem Thomas im Modelleisenbahn-Abenteuer jetzt weitergehen wird, hier der bisherige, der neue. Ich habe eingesehen, dass das mit dem Trittbrett hier eine miese Idee war und das mit dem Lack auch. Der war halt total abgekratzt und deshalb wollte ich ihn irgendwie neu bemalen, hatte keine Farbe, deshalb bin ich so gekommen. War eine schlechte Idee, deshalb werde ich das in Staffel 3 dann so machen, dass Thomas in der ersten Folge noch so aussieht, dann mit einer ganz logischen Erklärung, die ich noch nicht sagen werde, weil es Spoiler enthält, wird er dann wieder umgebaut zum letzten Mal und dann bleibt er ein für alle Mal so. Und da wird dieses Modell genutzt. Was ich mit dem da mache, vielleicht als Schrottplatzdekoration, vielleicht mache ich daraus auch eine ganz andere Lok. Mal sehen. Die Mütze kann man ganz einfach abnehmen. Jupp. Den Schneepflug muss man abschrauben. Aber passt schon. Der Gong ist auch schon hier mit dem Tannenbaum und ja, der Kiste. Ich habe die noch nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. Drei Stück. Ah, super. Das geht aber lang. Der fährt aber schon schneller als mein Alter, glaube ich. Probieren wir es mal aus. Fairness halber natürlich Waggons abkuppeln, ich mach das mal schnell. So, okay, die beiden Thomas sind jetzt auf der Startlinie und Achtung, fertig, los! Und es sieht so aus, als wäre der neue Thomas eindeutig schneller. Ja, das passt sehr gut. Vor allem, da er viele Rennen fahren wird in der Zukunft. So, aber jetzt kommen wir endlich mal zum nächsten großen. Und das ist das hier, eine Sony Action Kamera. Ja, mit der werde ich dann die Modelleisenbahn-Abenteuer filmen. Diese Kamera kann 4K und 120 FPS. YouTube kann zwar nur 60 anzeigen, aber dafür, dass es 120 FPS sind, kann man auch gute Zeitlupe Crashes machen. Davon wird es einige geben, verspreche ich euch. Was dazu gehört, natürlich noch Ladekabel, Akku, Karte. Ja. Auch Stativ. Und dann als nächstes hier natürlich Schokolade. Also hier, dann Hörspiele. Nummer 1 habe ich ja letztens schon zu Nikolaus bekommen. Jetzt habe ich hier bekommen Nummer 2, 3 und 4. Was schöner so. Ich habe mir den Synchronsprecher schon durchgelesen und das ist echt wundervoll. Ich freue mich, die wieder zu hören. Dann noch drei richtige Bücher. Hier Glück im Unglück, basierend auf Elizabeth the Vintage Lorry. Dann Thomas Percy der Schokoladenexpress, basierend auf Percy's Chocolate Crunch. Und die stärkste Lokomotive der Welt, basierend auf The World's Strongest Engine. Alle Staffel 6 der Episoden, die nicht auf Deutsch erschienen sind, nicht offiziell, weil ich hab's ja übersetzt. Aber gut. Dann habe ich hier noch so das große Buch der Lokomotiven. Eisenbahnbuch, das ist auch ziemlich interessant. Dann was anderes sehr großes sind Softboxen, gleich 3 Stück. Damit macht man dann jede Menge Licht und das Licht war ja ein großes Problem in Modelleisenbahnabenteuern, besonders in den letzten paar, aber das ist nun auch Geschichte. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich glaube, ich habe jetzt hier alles durchgegangen. Ja, auf jeden Fall freue ich mich dann. In der Modellbahn geht es auch voran. Ich bin hier gerade dabei, das Gras zuzuschneiden, aber die ganzen Sachen werde ich mir jetzt auch wieder bestellen können nach Weihnachten. Jetzt habe ich ja auch wieder ein bisschen Geld. Und ich freue mich drauf. Es geht voran und ich wünsche euch dann auch allen ein frohes Fest. Und auf Wiedersehen. Cheerio.